finde sehr aufregend, dass so ein fremdartiges Wesen in eine Gesellschaft kommt, unglaubliche Hoffnung auch auslöst, trotz dieser Fremdartigkeit. Und das, was direkt passiert, ist, dass die Liebe entfacht. Dann scheitert das Ganze schon im Ansatz, denn dieses Frageverbot ist unmenschlich. Das funktioniert nicht. So sind wir nicht gestrickt. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wir haben uns gefragt, was ist in einer Zeit wie heute, wo Geld sozusagen den Markt regelt, wo die Technik so weit entwickelt ist, dass wir kaum noch hinterherkommen, was wäre für uns heute ein Wunder? Unsere Lesart ist, dass wir als Wunder empfinden würden, wenn die Zeit stehen bleibt. Dass es einen Moment gibt, wo die Zeit angehalten wird und jeder persönlich einen Aufschub bekommt, Frist bekommt, um seinen Traum zu leben. Und der Traum von Lohengrin und von Elsa ist, ja, die wahre Liebe zu finden. Ich fühle, dass jede junge Frau insbesondere wird diese Frage stellen. Sie hat keine Ahnung bis den dritten Akt genau, wie viel Magie beeinflusst ihr Leben und wie viel von Magie Lohengrin kommt. Sie wird schon zufrieden sein, aber sie weiß nicht, dass es Zauberei ist. Mein Vater!